ich überhaupt gerade Wasser? Sollte okay sein. So. Was? Was mache ich mit denen jetzt? Kann ich damit drauf einschlagen? Ein. Kann ich euch zerlegen? Könnte ich. Zu was kann ich zerlegen? Oh, da steht bei, was ich brauche zum Reparieren. Forged Iron. Ja. Ich zerleg mal diese Garden Home, weil sie kaum Quali hat. Ich bekomme 4-mal Scrap Iron raus. Ja. Nicht so wirklich überragend. Und ich werde die nächste Kiste nicht auch noch mit der Spitzhacke aufmachen. Das hat viel zu viel Schaden gemacht. Zeug. Forged Iron. Das wäre echt schick. Da brauche ich halt die Bellows für. Gut, geh mal zurück. Guck mal, dich hat mir geplündert. Ja. Was ist ein Stoffzeug? Die Sachen, die wir einsortiert haben, was war da alles bei? Mox. Das da sollte ich mitnehmen auf dem Weg zurück. Ist jetzt nur fraglich, will ich das hier als Hauptquartier nehmen oder das andere? Das hier ist sicherer. Ja. Hat nicht zig Etagen. Ich müsste nur den Eingang draußen irgendwie besser gestalten, dass ich schneller rein und rauskomme. Dann ist das okay, ja. Mach mal Karte auf. Da. So, jetzt kann ich mal ein bisschen rumexperimentieren, wie das ist mit... Ich will wieder warm haben. Mit den Markierungen. Löschen und so weiter. Move Waypoint zum Beispiel. Achso. Da. Wie mache ich den weg? So, das ist der Quick Waypoint. Da gibt es auch nur einen von. Okay. Dann hier. Save Waypoint. X. Wenn es minus 1. Nee. Achso. Ja. Was? Wie jetzt? Ich kann jeden nur einmal setzen? Templager? Hier. Gutes Lager. Also kann ich hier meine kleinen Zwischenposten wenigstens abspeichern, dass ich weiß, wo ich mich nachts verstecken kann, falls es ernst wird. Ich kann aber jetzt anscheinend nicht jedes einzelne Haus markieren. Das heißt, ich muss mir ungefähr merken, wo ich war. Oder irgendwas da auf den Boden schmeißen oder an die Wand malen oder so, damit ich halt weiß, dass es schon geplündert worden ist. Wobei ich auch da Abstufung bräuchte. Also so einmal drüber geflogen, einmal gründlich gesucht, einmal komplett durchsucht, irgendwas in der Richtung. Wir haben schon 3. Sehr gut. Dich hatte ich. Hier drüben war der reguläre Ausgang. Man kann keinen von den Schaltern nutzen, um die Türen zu öffnen, ne? Das führt echt nach draußen. Das heißt, das hier könnte ich eigentlich verbarrikadieren, oder? Kann ich hier noch eine Tür hin? Ja, das geht. Okay. Dann machen wir eine Tür an die Tür. Und ich kann sie nicht verbessern, weil ich keine Angst habe. Naja, na gut. Wo setzen wir den Mining-Helm auf, bitte? Auch wenn er schlechtere Stats hat. Weil, bam. Tür, kein Zombie. Ist unheimlich leise, falls ihr wisst, was ich meine. Schon geguckt. Wo? Achso, das war mein Eingang, ne? Ja. Bau nochmal. Warte. Oh, das hier ist gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Das sind ja ganz normale Glasfenster.
Ja, die Seite ist sicher, weil da ist schon ein bisschen, also halbwegs sicher, weil sie ein bisschen verbarrikadiert ist. Das müsste ich dann abreißen, theoretisch, das Glas einschlagen und durch Bodenblocks ersetzen, wie da. Ja, das heißt, ich hätte drei Verteidigungsringe. Einmal den Zaun außenrum, dann hier die Mauern und dann da drin der Bunkerkomplex. Das sollte selbst für eine Feral Horde reichen, oder? Wenn ich hier dann zwischendurch auch noch Spikes hinlege, dass sie sich verletzen. Oh, das passt. Achso, ist leer. Ich hau jetzt aber mal kein Glas kaputt. Wir brauchen nämlich noch 2 Stunden zum Überleben. Und dann baue ich hier aber schon mal eine Tür. Secure Wooden Door, Craft. Und setze die hier hin. Und dann hau ich gleich, sobald es Tag ist, die Tür da kaputt. Weil das zeigt nach Osten. Achso, Osten ist die falsche Richtung. Dann hau ich die Tür da kaputt. Kann ich hier durchgucken? Könnte ich hier durchgucken, wenn ich es kaputt hau. Da ist das Tor. Und draußen ist auch noch Holz, das ist schon mal okay. Ja, das Ding kaputt hauen. Dann hier die Tür reinsetzen. Da. Und sobald ich draußen irgendwo Steine gesammelt habe, kann ich die Tür dann. Nein. Und auch verstärken. Warum geht das bei der einen Tür und bei. Ach so. Wegen dem Gedöns, was hier dranhängt, vielleicht? Okay, komm her. Wenn da draußen jetzt ein Zombie ist, dann ist da halt ein Zombie. Und wenn es reinkommt, dann verstecke ich mich hinten hinter der anderen Tür. Carpe diem und so. Das ist jetzt Holz. Also es ist doch keine so große Sicherheitslücke, wie ich dachte. Wellness nochmal minus 1. Ah, hier kann ich raus. Okay, gib mir. Okay, ich sollte nur vorher ein bisschen was von dem Zeug ein. Vorsichtig, vorsichtig mit deinem Bein. Ein bisschen was von dem Zeug einlagern, sonst laufe ich wieder mit zu viel Müll rum. Und zwar, hier ist mein Krams. Die brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So. Alles. Was war das denn für ein theatralisches Seufzen? So wegen der Hitze. Jetzt zieh den Cowboyhut gleich an. Du anziehen. Knüppel kann auch hier bleiben. Tape bleibt hier, Metal Casing. So, ich brauche Essen, verdammt. Ich brauche Steine. Ich brauche andere tolle Sachen. Ah, ja. Nein! Raus. Ja, zieh die Sache aus, wenn es so warm ist. So. Jetzt sollte die kühl werden. Das wird auch nix. Hing fest. Ja, und jetzt ist es Tag und ich. Mach es einfach kaputt. Mach es einfach kaputt. Ich weiß jetzt nicht, was ich. Also, ich hau nicht das Glas. Das würde sofort zerscheppern. Ich hau jetzt auf das Holzding, das unter mir ist. Denke ich. Also, wenn ich dich wegmache, komme ich dann raus? Ne, warte. Ich hau auf noch was anderes auf. Teil.
Okay, meine Spitzhacke geht jetzt leider drauf. Kommt, noch ein paar Schläge rausholen. Stamina regenerieren. Für noch mehr Schläge. Irgendwo haut irgendwer irgendwas, was jetzt nicht gut ist, weil ich mich verteidigen kann. Kann ich... Was machst du? Fullen. Du brauchst auch... Du machst auch Essen. Gieß mal das Blut weg. Damit wir jetzt für ein paar Sekunden nicht verhungern. This item is broken and needs to be repaired. Ach, du kannst gar nicht komplett zerstört werden. Interessant. Hilf mir bei meinem Problem jetzt allerdings nicht. Weh, weh, ich komme gleich nicht raus. Die erste Stunde Tag ist gleich schon rum. Na gut, plane ich den Tag. Ich laufe rum, suche alles, was essensartig ist. Ich laufe rum und suche Steine, um Stone Äxte zu machen. Ich brauche nicht wirklich Holz, nö. Aber das war's eigentlich. Achso, ich muss hier noch irgendwo einen regulären Zugang machen, damit ich schnell rein und rauskomme. Weil jedes Mal über irgendwelche Bodendinger dazu hampeln, ist ein bisschen komisch. Your Blunt Weapons ist nur Level 3. Sehr schön. Falls ich mal Langeweile habe und skillen möchte nachts, kann ich also einfach mit einem Knüppel auf eine Wand einschlagen. Wer macht das denn nicht gerne stundenlang? Also selbst nach all den Patchen ist das Spiel interessanter geworden, keine Frage. Aber es hat immer noch seine Ecken und Kanten. Aber es ist ja auch noch nicht released, nicht offiziell. Das ist jetzt Beta inzwischen? Bin ich mir gar nicht sicher. Also ich glaube unten, nee, da oben steht es noch. Alpha. Das ist noch nicht mal eine Beta. Es ist eine Alpha 3.6 und davon ist es eine B2. Ja. Also hat sich jeden Bug, den es noch hat, vollkommen erlaubt. Es ist halt nur fraglich, wie lange sie es noch Alpha lassen. Weil es ist ziemlich gut spielbar. So, bau bitte. Oh, eine bessere Klapp. Ich weiß ein bisschen, ob ich Scrap machen soll. Mach's lieber erstmal hier mit. Weil so leicht komme ich jetzt, wo die Spitzhacke ja zerstört ist, nicht wieder an Scrap, glaube ich. Oh, man merkt doch den Qualitätsunterschied. Jetzt machen die Schläge nur 3 Schaden. Vorher waren es irgendwie 5 oder 6. Die ersten 1,5 Stunden sind rum. Mi. 2 Schaden. Achso, Stamina. Genau, erhol dich. Reiz die letzten 4% Essen, die ich noch habe, aus. So. Freiheit. Der sollte Vitamine. Oh, Level 4 in Blanske. Die Vitamine vielleicht mal nehmen, weil das mit seinem Magen hört sich echt gut an. So, lass mich raus. Nicht ernsthaft. Nicht. Wieso? Wieso kann ich? Du Gero, wie ist denn dein letztes Leben bei 7 Days to Die gelaufen? Och, es lief alles ganz gut. Dann blieb ich zwischen Metall und Holz hängen und bin verhungert, verdurstet oder der Infektion anheimgefallen. Was übrigens auch nur noch 20 Stunden dauern wird, bis ich daran sterbe, eventuell. Bisschen Plastikkleber schnüffeln. Komm, irgendwie muss da doch. Nee. Das gebrochene Bein wird auch nicht helfen. Vielleicht könnte ich ja sonst... Oh, warte, kann ich jetzt vielleicht... Ich kann mich einbauen. Hilft aber auch nicht wirklich beim... Nee. Kann also auch nicht rausglitschen. Ja, ich mache was anderes. Gehen wir mal so. Und gehe jetzt wieder rein. Continue. Da. Start. Und ich hoffe, dass ich jetzt davor oder dahinter rauskomme. Wenn nicht, werde ich Zeitraffer müssen, beziehungsweise schneiden, bis ich wieder rauskomme. Und dann haben wir es bestimmt späten Mittag oder Nachmittag und ich habe kaum Zeit, irgendwas anderes noch zu finden. Nicht.
Ja, gut. Dann mache ich jetzt einen Cut und ich melde mich wieder, wenn ich diese Wand hier eingeschlagen habe. Und dann hoffentlich rauskomme. Aber da sollte nichts drunter sein mehr, oder? Naja, ich glaube nicht. Also, bis gleich. Oh Gott. Bis gleich.